Heute alleine. Klaus ist im Urlaub in Venedig. Ich hoffe, bei trockenen Füßen in seiner Lieblingsstadt, sei ihm auch gegönnt. Und ich muss mich maßlos aufregen, weil alles diskutiert über Gas. Und was niemand hier mitbekommen hat, dass seit 4 Wochen die Preise um 40% gefallen sind. Und es heißt hier immer, es wird alles teurer, teurer, teurer. Na, heute ganz alleine? Ja, Wilhelm. Ja, Klaus ist im Urlaub. Oh. Hast du nicht Lust, dich dazuzusetzen? Kann ich machen. Muss ja? Ich mal ein Bier holen, ne? Ja, gerne. Also Gaspreise gefallen, keiner kriegt's hier mit. Hast du das mitbekommen in den letzten 4 Wochen? Die Gaspreise sollen gefallen sein. 40% in den letzten 4 Wochen. Hast du da was von gehört? Nee, bestimmt nicht. Doch, auf dem Weltmarkt auf Gas Weltmarkt. 40%. Ja nun, wir kriegen aber das Zeug nicht hier hin. Ne? Ja, und was machen wir jetzt? Frieren wir im Winter oder was? Das könnte so sein, ne? Ja, es ist doch scheiße. Das ist scheiße, das kann so laut sein. Der Habeck, der Idiot, stellt sich da hin und faselt von, wir sollen Winterschlaf machen. Ja, das nützt auch nichts, ne? Ja, ich setze mich doch jetzt nicht mit der Wolldecke. Da habe ich schon im Radio gehört, um Strom zu sparen, sollen wir uns Heizdecken kaufen, weil die kosten nicht so viel Strom. Tja. Ich setze mich doch nicht mit einer Heizdecke hin. Aber woran liegt's oder? Hat's gelegen? Die Speicher sind leer, ne? Haben sie alle gepennt? Das ist... Ich kann doch nicht. Seit 10 Jahren pennen die. Die pennen seit 30 Jahren wahrscheinlich, ja. Seitdem die Merkel dran ist oder dran war. Also ich kann doch nicht nur auf einen Lieferanten setzen. Machst du doch auch nicht. Nee, das sollte man nicht machen. Wer wirtschaftlich denkt, macht das nicht. Nee. Was sind man Abhängigkeit, ne? Genau. Und? Jetzt? Wenn ich da den Speicher noch der Gazprom gebe und die lassen sie leer, das ist die Krönung. Ne? Dann hat Schalke so. Eigentlich noch Gazprom auf dem Trikot drauf? Ich glaube nicht. Nee, aber die habe ich im Fernsehen gesehen. Die haben es nicht mehr drauf, aber die ganzen Fans stehen noch da mit Gazprom drauf. Ja, die nehmen die Schals für den Winter, wenn kein Gas mehr da ist. Dann können sie sich warm im Winter machen. Ne? Ja. Lecco mio. Ja. Also was sind wir hier für eine Bananenrepublik? Tja, jedenfalls eine Republik ohne Energie. Ja. Und die Kohle liegt in der Erde. Ja, unter uns unter wahrscheinlich. Uns, ne? Ja, ja. Ja? Wir waren Weltmarktführer in der Technologie Bergbau. Mhm. Das gibt war keine, mal. Ja, gibt die Firmen nicht mehr. Nee, nee. Hier in Wuppertal, Hemscheid, Weltmarktführer. Mhm. Steht heute das Audi und das Porsche-Zentrum drauf. Museum, da sind wir gut drin, im Museum bauen. Ne? Ja. Industriemuseen, ne? Ja. Ja, da kennen wir uns mit aus. Also. Tja, wir werden mal sehen, was im Winter passiert. Ja. Strom kommt ja aus der Steckdose bekanntlich, aber irgendwo muss er da reinkommen, ne? Ja, das wissen die aber nicht, wie der da reinkommt. Und es wird ja auch alles immer teurer. Mhm. Ja, hast du schon eine Abrechnung gekriegt? Jetzt im Sommer, ne? Das wurde natürlich nicht billiger, ne? Ist klar, ne? Nee. Was haben Experten gesagt? Pro Haushalt sollst du mal 3.500 schon zur Seite legen. Wer kann denn das? Wer kann sich denn mal eben 3.500 Euro zur Seite legen, um die nächste Nebenkostenabrechnung zu bezahlen? Die meisten Leute kommen doch sowieso kaum über die Runden. Man geht in einen Zuschuss. Wir können Zuschuss beantragen. Vielleicht. Ja, da sind wir ja bald beim Sozialismus. Also wenn ich Schlangen sehe und wenn ich Staatsknete höre, dann ist das für mich ein Alarmzeichen, der Sozialismus kommt. Planwirtschaft, naja. Ja, also, das ist doch nicht mehr normal. Aber es hilft uns nicht weiter. Gas haben wir immer noch nicht deswegen. Ne? Nee. Nee. Und was ist deine Meinung? Frieren wir oder kommen wir durch? Ja gut, ich meine, man will ja die Hoffnung nicht aufgeben. Also, die stirbt zum Schluss. Die stirbt zum Schluss. Ich gehe davon aus, wir werden die Temperaturen runterfahren. Die Industrie wird irgendwelche Einbußen. Werden manche Werke wird abstellen müssen. Da wird sich entscheiden, was ist wichtig. Ja. Ich sage, hoffentlich stellt uns das Bier nicht ab hier. Das wäre dramatisch. Das wäre dramatisch. Die Bierbrauer brauchen auch Gas. Ne? Ja. Das ist Spaß beiseite. Man kann es überhaupt nicht voraussehen, ne? Was passiert. Ne? Und das hätten sie natürlich sehen müssen eigentlich. Ne? Ja, ja. Hätten sie sehen müssen, dass so eine schnelle Wende nicht herbeigeführt werden kann. Ne? Und wir werden es auch nicht ändern können. Nee. Aber egal. Sven, machst du uns 2 kurze mal?